Auch wenn er wirklich alt und erhaben aussieht, das hier ist alles andere als ein Museumsstück. Zum einen darf jeder, der höflich fragt, gerne Probe sitzen, zum anderen kann er das hier. Baujahr 1934, etwa 100 PS, Spitzengeschwindigkeit 160 km/h. Für Besitzer Karl Schober ist sein Alves quasi Familienmitglied. Ich habe das Ding ja selber aufgebaut, also aus Schrott hier die Karre zusammengezimmert. Ich habe nur die Anrufe noch in Erinnerung. Weißt du, wie spät es ist? Nachts um drei, du bist immer noch nicht hier. Wer zählt jetzt mehr, dein Auto oder ich? Also ich habe die Stunden nicht gezählt. Dass sich die investierte Zeit gelohnt hat, das können die Besucher beim Solitude Revival in Leonberg mit eigenen Augen bewundern. Der Alves, den der Allgäuer zuerst nur als Fahrgestell auf einem Schrottplatz in England aufgetrieben hat, ist ein Zuschauermagnet. Und das sowohl im Fahrerlager als auch auf der Strecke. Und da ist er trotz seines hohen Alters erstaunlich vielseitig. Es fährt sich eigentlich vergleichbar mit einer Harley. Gutmütig, brav, bequem. Toll. Aber? Wenn man will, geht es auch richtig ab, das Ding. Also kein Spielzeug, also alles andere wie ein Spielzeug. Fahren mit einem Automobil aus der Vorkriegszeit. Für Karl Schober ein Erlebnis. Einfach sowas zu bewegen nach 70 Jahren in dem Sinne des Konstrukteurs und das einfach mal leben und fahren, so wie das vor 70 Jahren gedacht war. Für die Szene der Vorkriegswagen-Fans ist ein Rennen wie das Solitude Revival ein idealer Treffpunkt. Man kennt sich und man schätzt sich. Da wird kein Unterschied gemacht, ob er das Auto aus der Portokasse bezahlt hat oder ob der das vom Mund abgespart hat. Es wird kein Unterschied gemacht, jeder hat seinen Spaß dran. Aber was mir besonders gefällt, dass der prozentuale Arschlochanteil sehr gering ist in der Szene. Zwar Spinner, mitunter, aber nette Typen mitunter. Zwei Tage lang hat Schober zwischen alten und neuen Sportwagen mit seinem Schlachtrost Gas gegeben. Zwei Tage Solitude Revival und ein mehr als zufriedenes Fazit. Super. Nochmal ganz, ganz toll. Ganz tolle Veranstaltung. Die Karre hat gut durchgemacht. Dein Kameramann hat sich von der besten Seite gegeben. Ich habe ihm schon ein bisschen gezeigt, was in so einer Kiste drin steckt. War toll. Nach der Anstrengung der letzten Runden ist für den Gast aus dem Allgäu und das Solitude Revival Schluss mit rasanten Kurven. Beim nächsten Mal sieht man sich aber bestimmt wieder.